Zoll und Steuern im Amazon FBA Business ist ein unglaublich komplexes Thema, aber wird sehr häufig leider vernachlässigt, obwohl hier sehr, sehr viele Gefahren lauern. Ich habe heute die Francine hier im Interview von Zoll Coaching und sie wird uns erklären in fast einer Stunde, wie es beim Zoll läuft, auf was ihr achten müsst und die größten Fehler. Bleibt dran! Francine, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe dich vorhin schon angekündigt, also dass es jetzt heute um ein wirklich spannendes Thema geht, und zwar um das Thema, was eigentlich so viele vernachlässigen und doch so, so unglaublich wichtig ist. Aber das liegt auch daran, aber da kommen wir später noch zu, woran es liegt, weil jeder meint, er weiß ein bisschen was, ja, und alle, die ein bisschen was wissen, das ist die Schnittmenge von ahnungslos, und deswegen würde ich wirklich behaupten, dass wir da gleich ins Thema einsteigen. Und zwar, meine erste Frage ist immer grundsätzlich, wer du bist, was du machst. Und eine neue Frage für dich habe ich mir ausgedacht, warum du es machst. Warum ich das mache? Genau. Ja, genau. Also wer mich noch nicht kennt, ich bin Francine Damholz. Ich bin ehemalige Zöllnerin und ich bin Juristin. Und mittlerweile bundesweite Expertin, wenn es um das Thema Warenimporte optimieren geht, um Probleme mit dem Zoll zu vermeiden und halt auch um legal Zölle einzusparen. Das ist mein Lieblingsthema. Mhm. Was mache ich sonst noch? Ansonsten schreibe ich auch hin und wieder mal Fachartikel, zum Beispiel für die Handelsblatt, Fachmedien. Bin Brancheninsiderin für Zölle über Xing, die Karriereplattform genannt worden im Dachraum. Ja, ich habe auch schon ein Buch zu dem Thema UN-Kaufrecht veröffentlicht. Also da ist ein bunter Strauß, wo ich so unterwegs bin. Ja. Okay, das hört sich sehr spannend an. Du bist ja sehr umtriebig, ne? Jetzt hattest du gesagt, dass du beim Zoll gearbeitet hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast da im Büro gesessen. Da kam dann Import von Jens Lindner. Den kenne ich doch von YouTube. Den haue ich doch mal gleich eine Zoll-Nachschau rein. Oder wie nennt man das bei euch? Genau, also ich habe ganz normal, ganz klassisch über den Zoll studiert, 3 Jahre. Das ist der Zoll bildet den gehobenen Dienst, wie es ja so schön heißt, dual aus. Das war damals in Münster. Und nachdem ich das fertig gemacht habe, kommst du auch relativ schnell in die Praxis. Bei mir war das dann auf einem Zollamt. Das ist ganz klassisch da, wo die LKWs vorfahren auf den Amtsplatz, ja, Import-, Exportseitig. Ja. Und habe da relativ schnell auch schon leitend Aufgaben übernehmen müssen, weil das Zollamt nicht stark besetzt war. Okay. Genau, und das habe ich ein gutes Jahr gemacht. Und danach, genau, bin ich dann in den sogenannten Prüfungsdienst gewechselt, Zollprüfung. Mhm. Das muss man sich so vorstellen wie die Betriebsprüfer vom Finanzamt. Die kommen ja auch. Und sowas gibt's auch beim Zoll. Das heißt dann Prüfungsdienst, genau. Da wird dann der komplette Import angeguckt, heißt von der Bestellung in Asien über die Verzollung, über deine eigenen Nachkontrollen bis hin zur Finanzbuchhaltung und Verbuchung. Komplett. Okay, also das heißt, ihr geht jetzt wirklich nicht nur, oder der Zoll geht nicht nur rein auf Produkte, sondern ihr schaut euch den kompletten Lieferweg an. Also. Absolut. Okay, gut. Der Rechnungsaufbau, der Incoterm. Was hast du wirklich bezahlt? Denn bei einer Zollprüfung guckt der Zöllner ja nicht auf die Rechnung, sondern er guckt natürlich in die Buchhaltung, weil für den Zoll ist die Grundlage ja der sogenannte Transaktionswert, also das, was du wirklich gezahlt hast. Und das findet sich ja nun mal in der Buchhaltung wieder. Mhm. Genau, das ist so ein Irrglaube. Ich weiß, viele Unternehmen glauben immer, dass wenn die Ware durch ist beim Zoll, dann ist auch das Risiko, dass nachträglich was kommt, hin. Dem ist du nicht vielleicht, der ein oder andere dann halt schon, genau. Aber dem ist jetzt nun mal bei Weitem nicht so. Ne? Aber da sind wir schon bei einem super, super Thema und auch, glaube ich, bei einem super wichtigen Thema. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich bestelle die Ware jetzt aus Asien und die kommt dann rein und die kommt dann auch irgendwie durch den Zoll. Ja, und da sehe ich dann, ich habe für 20.000 Euro bestellt. Mhm. Aber ich muss dann plötzlich nur 1.000 Euro einfach Umsatzsteuer bezahlen. Da weiß ich ja, kann ich ja aus dem Kopf rechnen, da ist irgendwas jetzt nicht ganz so richtig. Ja? Genau, so, dann gucke ich auf die Commercial Invoice und da hat mein Mr. Wong aus China, ja, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, der hat dann eben nur die Rechnungssumme auf der Commercial Invoice zur Hälfte angenommen. Ja. Ja, also gerade so, dass es vielleicht für den Zöllner jetzt, wenn er drüber guckt, noch plausibel ist, aber natürlich deutlich weniger, als ich eigentlich bezahlt habe. Mhm. Ja.
Gut. Es gibt viele Spekulationen, warum er das tut. Ja, es gibt den Glauben, dass er dir einen Gefallen tun möchte. Das stimmt vielleicht auch, aber zuallererst will er sich selber einen Gefallen tun. Und zwar, er muss natürlich auch Exportsteuern bezahlen und die zahlt er nämlich dann auch nur zur Hälfte. Und in Asien ist es ja so, da wird mit dem Thema Zoll ein bisschen lockerer umgegangen. Genau, und bei denen ist das wirklich der gute Ton und man muss es tatsächlich so machen, ja, damit man überhaupt profitabel bleibt. Und deswegen macht er das ganz gerne. Ja, du tust, wenn du darauf bestehst, bei deinem Hersteller, dass du den vollen Betrag auf der Commercial Invoice haben möchtest, dann tust du ihm damit keinen Gefallen. Und er wird alles tun, um dich zu überzeugen, dass der eben reduziert sein muss. Ja, genau. Ganz genau, das stimmt. Mhm. Die sind gerade im asiatischen Raum, die Lieferanten glauben wirklich, dass sie dem Importeur damit was Gutes tun. Die haben halt ein anderes Rechtsverständnis als so der durchschnittliche Europäer. Der Bumerang kommt halt immer im Nachgang. Ne? Also es kann sein, dass die Ware erstmal durch den Zoll durchgeht, ohne dass das hinterfragt wird. Ja. Weil welche Handhabe hat der Zoll auch an der Grenze? Der kann nicht in die Buchhaltung gucken, der weiß nicht, was wirklich bezahlt wird. Sowas kommt immer erst im Nachgang raus durch halt nachträgliche Zollprüfung, also das, was ich gemacht habe, wenn halt auf die Finanzbuchhaltung geguckt wird. Ne? Mm-hmm. Ich habe das mal gehabt, dass DHL tatsächlich den Zahlungsbeleg haben wollte, mit dem ich die Ware bezahlt habe. Also die haben es nicht geglaubt, dem Warenwert, und haben gesagt, ja, also dann schick uns mal bitte die PayPal-Zahlung oder whatever. Ich glaube, das war damals, PayPal habe ich das noch bezahlt. Ne? Genau, und als ich denen das dann geschickt habe, dann war auch alles gut am Ende des Tages. Ja, aber die meisten Händler können ja nichts dafür, dass der Hersteller in China einen falschen Betrag draufschreibt. Das macht er ohne Rücksprache. Was ist denn der beste Weg, ohne dass der Zoll dich durchschüttelt, für die falschen Angaben? Ja. Erstmal hast du ja als Importeur oder als Geschäftsführer oder wie auch immer dein Geschäft konzipiert ist, immer eine Aufsichtspflicht. Also du musst das, was der Spediteur für dich dort angegeben hat beim Zoll, natürlich nachkontrollieren, weil er vertritt dich nur. Ne? Er, in den seltensten Fällen, ich kenne fast keinen, wird er für dich haften, wenn es Probleme gibt. Wenn dir das denn sowas auffällt, du deinen Steuerbescheid also in die Hand nimmst und siehst, oha, der Zollwert ist zu gering, dann musst du dich, dazu bist du gesetzlich verpflichtet, eigenständig beim Zoll melden. Ne? Du beantragst dann einen sogenannten Steueränderungsbescheid. Und das ist auch nicht weiter schlimm. Die Beamten dann vor Ort, die setzen das fest. Du schickst alle Handelsdokumente, also den Steuerbescheid, Commercial Invoice, Packing List hinzu. Und dann wird nachträglich die Differenz an Zoll erhoben und dann ist es auch wieder gut. Okay, da ist also dann keine Strafe oder Nein, okay. Das ist tatsächlich ein Irrglaube, den viele haben. Viele meiner Mandanten glauben immer, wenn sie sich einmal beim Zoll gemeldet haben, dann sind sie auf dem Radar. So nach dem Motto, keine schlafenden Hunde wecken. Dem ist aber nicht so. Ne? Also du kannst dich ruhig selber melden, du bist auch dazu verpflichtet. Ja. Andernfalls, wenn du das nicht machst, ich erinnere mich an ein Unternehmen, das importiert, das hat Brautkleider importiert und die Brautkleider hatten einen Wert von 5 Euro. Mhm. Wer schon mal Brautkleider eingekauft hat, der weiß, also so viel Marge gibt es auch im Textilbereich nicht. Und das ist in Reihe passiert. So, und das Unternehmen hat das halt nicht, hat sich darum nicht weiter gekümmert. Ja. Und das war dann natürlich Steuerhinterziehung. Ne? Also sie wussten das, der Wert ist höher als eigentlich auf der Rechnung angegeben, also mit Vorsatz. Ja, und dann wird es immer richtig gruselig. Und wer ist denn jetzt darauf gekommen, dass das nicht gepasst hat? Der Zollprüfer im Nachtrag, ne? Weil was hat er gemacht? Er hat natürlich in die Finanzbuchhaltung geguckt, hat gesehen, dass das Kleid nicht 5 Euro gekostet hat, sondern vielleicht 200 im Einkauf und hat dann natürlich genau die Differenz nachverzollt. Das ist ordentlich gewesen. Man muss auch immer dran denken, dass der Zoll bei den nachträglichen Prüfungen 3 Jahre zurückprüfen kann. Also nicht nur den einen Vorgang, der ist ja auch mehrere Wochen denn da, nicht nur den einen Vorgang, sondern halt 3 Jahre, 3 Geschäftsjahre. Ne? Richtig, genau. Also was man sich ja so in der Buchhaltung vorstellen kann, wenn mein Zahlungsausgang 20.000 Euro ist, ja, und ich muss einfach Umsatzsteuer von 10.000 Euro bezahlen, dass das ganz einfach nachvollziehbar ist. Ja, ganz genau. Und da frage ich mich immer, der Steuerberater, der für dich die Buchhaltung macht,
der muss das doch auch sehen. Ich meine, der Prüfer prüft doch genau die Unterlagen, die auch erst über den Tisch vom Steuerberater gegangen sind. Ja. Hat der Steuerberater nicht da auch die Pflicht, das Ganze auf Alarmstufe Rot zu stellen? Nee, also das ist ja so. Der Steuerberater, der guckt sich ja nicht den Steuerbescheid an vom Zoll. Ne? Dem fehlt also der Abgleich. Also es gibt einmal den Steuerbescheid und einmal gibt es die Rechnung. Er weiß ja nun gar nicht, was da gebucht wurde. Ne? Er verbucht ja nur nicht die Proforma-Invoice, sondern die Commercial-Invoice. Also das, was wirklich geflossen ist. Und das ist im Übrigen ja auch nicht seine Aufgabe. Ne? Also ein Steuerberater ist ja für nationales Steuerrecht zuständig, aber nicht für internationales, also wie für den Zoll. Ne, er macht einfach Umsatzsteuer, verbucht die und dergleichen, verbucht den Zoll, aber muss nichts kontrollieren. Okay. Das ist das Unternehmen immer selber in der Pflicht. Alright, aber gute Steuerberater würden darauf hinweisen, weil die Buchhaltung geht nicht auf. Das ist eben das Problem ja, dabei. Ja, ne? Genau. Ehrlich gesagt kenne ich aber keinen, der sei, es mag so sein, aber aus meiner Zeit vom Zoll kenne ich ehrlich gesagt niemanden, der da jetzt mal, es ist auch gar nicht ihr Thema, nationales Steuerrecht ist schon komplex genug, ja, damit sie sich schon gut beschäftigen. Ja. Okay, gut. Genau. Alright, so das heißt also, du hast gerade gesagt, 3 Jahre kann nachgeprüft werden. Das heißt, du musst 3 Jahre deine Zahlen oder deine Unterlagen in Ordnung haben. Du sagtest aber auch, dass quasi der Zoll auf alles schaut, von der Bestellung, die ausgelöst wird, bis zur Anzahlung oder über die Anzahlung, dann bis zum Import in die Europäische Union und dann die Lagerung. Das heißt also für alle, die jetzt zuschauen, ihr müsst diesen Bestellprozess 3 Jahre lang nachvollziehbar in eurem System halten. Wow. Ja, okay. Aufbewahrungspflichten grundsätzlich sind ja 10 Jahre, aber der Zoll kann 3 Jahre zurückprüfen. Wenn du jetzt eine Leiche im Keller hattest und das war vor 4 Jahren, dann herzlichen Glückwunsch, das ist verjährt. Aber bei allen anderen ist das halt tatsächlich so. Und daran hakt es ganz oft. Ja. Ne? Du kannst auch aktiv oder du musst auch das steuern, wie der Rechnungsaufbau ist. Also Unternehmen, die ich berate, wir machen dann zum Beispiel immer so eine Vorlage für jeden Lieferanten, wo dann wichtige Sachen draufstehen. Zum Beispiel so ein Klassiker, die Lieferbedingung. Steht ja oft nicht oder falsch auf der Rechnung, ist aber letztlich der Übertritt vom Haftungsrisiko. Ja. Da ist oft zum Beispiel der, weißt du, ne, du bist ja da total im Thema, wenn da zum Beispiel der Ort nicht steht, zum Beispiel FOB Shanghai oder der Lieferort, die Übergabe nicht bezeichnet ist, dann ist das halt ein Haftungsthema. Ne? Zum Beispiel die Warenbezeichnung. Da sind ganz, ganz viele Themen, die auch schon im Voraus gemacht werden müssen. Ja. Genau, da muss man sich auf jeden Fall informieren und im besten Falle, wie du sagst, wir haben auch so Checklisten, ne, die wir dann auch mit dem Hersteller durchgehen und dann, wenn nicht überall ein Häkchen dran ist, dann geht es da an der Stelle auch tatsächlich nicht weiter, bis wir unsere Hausaufgaben zu Ende gemacht haben. Ne? Halte ich auch für super, super wichtig. Wenn du jetzt so eine Prüfung früher durchgeführt hast, muss ich mir das dann so vorstellen, dass ihr morgens um 5 an die Tür klingelt und den armen Kerl aus dem Bett holt, wie die Steuerverhandlung, oder ist das ein bisschen gesitteter? Also, so schlimm ist es nicht. Solche Fälle gibt es natürlich, wenn die Verhandlung mit involviert ist. Aber ansonsten meldet sich der Zollprüfer ungefähr 4-5 Wochen vorher und telefoniert mit dir und macht mit dir einen Termin aus, für das sogenannte einführende Gespräch. Du würdest vielleicht sagen Kick-Off-Meeting, ne? Also da wird nochmal vieles abgecheckt. Ja. Die Sache ist, sobald der Zöllner sich gemeldet hat und schon davor, weil er hat schon vorher in deine Unterlagen geguckt und vielleicht auch schon mal mit dem Finanzamt gesprochen, ist halt eine Selbstanzeige nicht mehr möglich. Das heißt, wenn da irgendwelche Leichen sind oder du dir schon öfter so ein mulmiges Gefühl hattest, dass hier und da was nicht passen könnte, jetzt kannst du es nicht mehr eigenständig korrigieren. Okay, gut. Jetzt werden wahrscheinlich einige, die jetzt zuschauen, blass werden, ja. Ja. Aber das ist tatsächlich so. Ich glaube, eine Selbstanzeige ist erst dann eine Selbstanzeige oder wird erst dann so als Selbstanzeige gewertet, wenn die Ermittlung noch nicht aufgenommen worden ist. Genau, du musst da selber drauf gekommen sein. Ja, genau. Und dich auch selber gemeldet haben und nicht vor Angst aus einer Überprüfung. Das habe ich im Übrigen oft, das Unternehmen, gerade jetzt im E-Commerce, es geht ja jetzt so los, 2016, 2017 haben ja viele mit FBA und dergleichen gestartet und werden jetzt langsam überprüft, wie gesagt, 3 Jahre zurück.
rufen mich dann immer an, Frenzi, der Zoll hat sich bei mir jetzt gemeldet, wollen wir nicht nochmal drauf gucken, wie kann ich mich vorbereiten? Also vorbereiten geht immer, aber gerade ziehen, da hat sich das Zeitfenster dann halt schon geschlossen, tatsächlich. Ja, wäre das aber auch ein Fall für dich, wenn ich sage, okay, Franzine, ich habe jetzt echt ein Problem, ich bin nicht sicher, ob alles richtig ist. Würdest du denn vorschlagen, okay, wenn du dir so unsicher bist, lass uns da einfach mal in deine Buchhaltung zusammen schauen und gucken, ob da die Prozesse ordentlich waren? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das mache ich immer, weil es ist eins der wichtigsten Themen, neben der Zolltarifnummer, was immer, was ganz, ganz fehleranfällig ist in der die Buchhaltung. Zolltarifnummer sind so ganz klassische Fehler, die bei den meisten Unternehmen nicht sauber laufen. Da muss man auf jeden Fall gucken. Genau. Das ist auch da, wo der Zoll denn zuerst drauf schauen wird. Sowieso. Ja, wenn du das zuerst machst, ich meine, du bist ja wahrscheinlich dann, als du noch auf der anderen Seite vom Tisch gesessen hast, dann quasi genau auf solche Dinge direkt draufgesprungen, weil da hast du am ehesten was gefunden. Es ist einfach, es gibt ja, man kennt ja so die typischen Fehlerquellen, da gibt es so ein paar Sachen, die immer wieder falsch laufen. Aber da muss ich auch sagen, ganz das verstehe ich auch. Also ich verstehe da auch die Unternehmen, weil Zollrecht ist super komplex. Ja. Und gerade am Anfang kamen viele Unternehmen erst mal andere Sachen zu tun, als sich mit den ganzen Regularien zu beschäftigen. Das verstehe ich auch vollkommen. Nichtsdestotrotz ist der Zoll da sehr rigoros unterwegs, ne, und kennt da auch kein persönliches Leid. Ja, genau, aber das ist ja auch das Problem. Dem wird immer beigebracht, wie sie denn das beste Produkt finden, wie sie den günstigsten Einkaufspreis aushandeln. Ja, wie sie einen Spediteur finden, ja, und wie sie die Ware auf Amazon am besten verticken. So. Genau. Und der Spediteur und der Hersteller, die kommen sehr maßen kompetent darüber und sagen, ja, wir wissen genau, wie es funktioniert. Ja, wir wissen, welchen HS-Code da anliegt bei dem Produkt und wir machen das jetzt einfach mal für dich. Ja, so. Aber das ist ein Riesenfehler, ja, weil am Ende des Tages bist du ja dafür verantwortlich. Absolut. Das ist wirklich, wirklich ein riesiges Thema. Wie gesagt, man kann es verstehen, weil Zolltarifrecht vor allem, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, das ist super komplex. Und die Sache ist halt, dass die Lieferanten erstens oft immer die günstigste Zolltarifnummer auf die Rechnung schreiben, weil sie dem Unternehmen helfen wollen. Genau. Und die zweite Sache ist, dass es auch oft der US Tariff Code, also für die USA ist, ne? Das ist ja, wir haben ja eine 11-stellige Zolltarifnummer, diese 11 Stellen, das passt aber nicht zu dem mit der USA. Also soweit ist das nicht harmonisiert. Und dann kannst du vielleicht auch falsch abbiegen, bezahlst falsche Zölle. Das ist halt immer das Thema. Du musst dich da selber drum kümmern. Mm-hmm. Ja? Wo kriege ich denn so eine Zolltarifnummer her? Was ist denn so der sicherste Weg? Natürlich, der sicherste Weg wäre, dich anzurufen. Ja, aber absolut. Aber es kursieren lustige Gerüchte im Netz rum, wo man die am besten herbekommt. Der eine sagt, der Spediteur, der weiß genau, wie der Hase läuft. Der andere sagt, okay, der Importeur, der macht das ja eben tagtäglich. Der weiß auch, welcher Code da anzuwenden ist. Genau, was ist denn deine Empfehlung? Wo kann ich mich denn unabhängig informieren oder recherchieren? Also genau, erstmal solltest du immer das offizielle Tool vom Zoll nehmen, und zwar den sogenannten EZT Online. Ne? Einfach mal googeln, EZT Online. Verlinke ich auch hier drunter. Können wir unten verlinken. Genau. Das ist das offizielle Tool vom Zoll, wo du die Zolltarifnummern finden kannst. Der ist tagesaktuell. Ja. So, die Spedition an sich, na klar, die bestimmt auch die Zolltarifnummer für dich. Aber dir muss immer klar sein, dass die Spedition nie zu 100% deine Ware so gut kennen kann wie du selbst. Ja. Ne? Also zum Beispiel, wenn auf der Rechnung steht Wallet für Geldbörse, weiß die Spedition noch lange nicht, ob die jetzt aus Echtleder ist oder aus Kunstleder, und da liegt ordentlich was dazwischen vom Zoll. Mhm. Oder technische Parameter, wenn du irgendwas Elektrisches importierst, das ist alles super wichtig. Du hast die Möglichkeit, beim Zoll nachzufragen. Du kannst das unverbindlich tun, aber Achtung, da kommt es dann halt drauf an, welche Informationen du auch lieferst. Das ist immer unverbindlich. Wenn du diese Nummer anmeldest und der Zollprüfer aber eine abweichende Meinung hat, und solche Fälle kenne ich zu Genüge, dann kannst du dich, da hast du keine Rechtssicherheit. Du hast Rechtssicherheit, indem du dir die Nummer verbindlich vom Zoll festlegen lässt. Sowas gibt's, verbindliche Auskünfte. Sind die kostenlos oder muss ich die bezahlen? Kostenlos. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Mühlen der Bürokratie sich hier sehr langsam drehen und dass es bis zu 120 Tage dauern kann, bis du diese Auskunft halt hast. Also zu einem Zeitpunkt, wo du wahrscheinlich schon die dritte Order gesetzt hast und den dritten Schub Ware reingeholt hast, also viel zu spät. Ja, also definitiv. Genau, also besser.
Besser, man hat vorher die Zahlen zusammen, bevor man den dritten Container importiert hat, so würde ich sagen. Absolut. Ja. Du musst ja die Zolltarifnummer auch schon vorab wissen, alleine schon für deine Kalkulation. Genau. Vielleicht so ein kleines Beispiel aus der Praxis. Ich hatte vor kurzem einen großen Importeur von Navigationsgeräten, die im Auto eingebaut werden. Der EZT Online, wenn man sich da mal mit beschäftigt hat mit den Zolltarifen, dann sieht man, dass die Materie sehr komplex ist. Das Unternehmen hat dann auch über das Stichwortverzeichnis versucht, die Zolltarifnummer zu finden, ist da auch fündig geworden. Es gibt eine für Navigationsgeräte, hat sich auch sehr gefreut, weil 0% Zoll. Aus China? So. Ja. Okay. Wie bitte? Aus China 0% Zoll. Ja, genau, tatsächlich, genau. Und die Sache ist aber, dass dieses Navigationsgerät gar nicht zu dem passt, was das Unternehmen hatte, weil man muss zwei Sachen wissen. Dieser EZT, der besteht immer aus zwei Teilen. Einmal diesem Baumdiagramm, wie ich es immer nenne, wo man sich so durchklickt, dieses Schema. Ja. Und dem zweiten Teil, der ist juristisch, voller Regularien, Rechtstexte, wo man sich durchgucken muss. So, und dieses Navi konnte noch ganz viele Sachen. Das war ein Multifunktions. Es hatte einen Monitor und dergleichen, einen Audioanschluss. Genau. Und wenn man diese Vorschriften gelesen hätte oder hätte es das Unternehmen, hätte es gesehen, dass das halt 14% Zoll sind und eben nicht null. Und damit war natürlich für die letzten 3 Jahre die ganze Kalkulation dahin. Das heißt, der hat das Navigationssystem schon 3 Jahre importiert mit dem falschen Zollsatz? Ja. Ja, mit 0%. Oh. So genau. Und wenn das jetzt der Zoll feststellt, dann gibt es im besten Fall ein Bußgeld, im blödesten Fall ein Steuerstrafverfahren und halt Hinterziehungszinsen und die Nacherhebung an sich. Ja. Und einen roten Haken hinter dem Unternehmensnamen. So, das heißt, du hast dein Trustguthaben in einem Schritt gleich aufgebraucht, ja? Absolut, absolut. Und du hast den Zoll damit auch bewiesen, dass Zolltarif nicht dein Lieblingsthema ist und wirst auch in Zukunft öfter kontrolliert werden. Ah, okay, ich verstehe. Okay, gut. Also das heißt, ja, da sollte man auf jeden Fall schauen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, auf jeden Fall deine verbindliche Aussage vom Zoll einfordern oder wenn es schneller gehen soll, einfach dich anrufen. Und du? Ja, genau, die verbindliche Auskunft beim Zoll. Wie gesagt, das Gute ist, die ist kostenfrei, das Doofe ist, die dauert ewig. Da muss man aber auch so ein bisschen gucken. Noch ein Beispiel aus der Praxis. Die ersten importieren ja jetzt auch wieder die Weihnachtsartikel. Es geht ja langsam so los. Da hatte ich vor kurzem ein Unternehmen, die hatten so Wichtel, die man am Weihnachtsbaum anhängen kann. Und wenn man das als Weihnachtsartikel, Festartikel importiert, dann hat das einen viel geringeren Zoll, als wenn es ein anderes konfektioniertes Teil ist, also aus dem Gewebekapitel, Gewebegewürke. Mhm. Aber was ist dafür wichtig? Wichtig ist, dass man auch den weihnachtlichen Wert erkennt. Und wenn man das jetzt in den Antrag nicht reinschreibt und dem Zoll kein Muster vorlegt, was ja sehr, sehr oft ist, kann es passieren, dass der Zoll deine Zolltarifnummer festsetzt, und zwar zu dem höheren Zoll, weil er es nicht wusste. Und das Schlimme ist, du musst diese Nummer ja auch 3 Jahre verwenden. Ne? Also es ist ja ein Verwaltungsakt, das ist festgesetzt worden. Du hast eine Entscheidung bekommen zu deiner Zolltarifnummer. Der Zoll hat die festgesetzt und du hast die dann auch zu verwenden. 3 Jahre. Du hast, nachdem die Entscheidung kam, 4 Wochen Zeit zu sagen, nein, lieber Zoll, das ist auf jeden Fall ein Weihnachtsartikel oder dergleichen. Tust du es nicht, lässt du es verstreichen, musst du diese Nummer nehmen, musst das im Übrigen auch jedes Mal anmelden bei der Verzollung, also deiner Spedition mitteilen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele sagen, okay, jetzt habe ich 2.000 Euro importiert. Der Zoll hat eben anstatt 3% Zoll, hat er 10% berechnet. Ja, ja. Okay, genau. Das bei dem Warenwert macht das jetzt nicht so viel, da mache ich kein Fass auf, habe auch keine Zeit. Dann stelle ich vor, das wird ein Bestseller, ich mache da plötzlich 1 Million Euro Umsatz mit. Aber dadurch, dass ich beim ersten Import mich nicht drum gekümmert habe, bin ich dazu verpflichtet, das für 3 Jahre lang so anzumelden. Richtig, also sobald du die Auskunft hast und der Zoll dir das erteilt hat, musst du diese Nummer auch nutzen. Dafür hast du das ja erteilt. Da sind wir nicht bei Wünsch dir was und nach dem Motto, ach, ist doch nicht so, ne, diese will ich nicht nehmen, sondern du hast die zu nehmen. Genau, und falls du da Fälle hast, ähnlich gelagerte Fälle, solltest du das natürlich auch gerade ziehen, ne, in der Vergangenheit, bevor es der Zoll sieht. Genau, also ganz, ganz wichtig. Ne? Eine Geschichte von mir hatte ich, glaube ich, dir schon mal erzählt im Vorgespräch. Genau, ich hatte mal Handtaschen importiert, das waren Laptop-Handtaschen. Ja, da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt.
ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Zolltarife waren, aber der nach dem Importieren, weil damals habe ich mich auch nicht so drum gekümmert, sondern habe auch dann dem, ich habe gar nichts drauf geschrieben, ich habe den Zoll entscheiden lassen, genau. Okay. Und der Zoll, einer wahrscheinlich der dümmsten Varianten überhaupt, und der Zoll, der hat 12% angenommen. Ne, weil sie dachten, das sind ganz normale Handtaschen. Ja. Mhm. Aber ich hätte vorher ausgerechnet, okay, Laptop-Handtaschen oder Laptop-Bags, wie man sie auch immer nennt, die haben nur 3%. Ja. Mhm. Und dann habe ich meine komplette Marge halt gegen die Wand gedrückt. Ja. Mhm. Aber ich war tatsächlich dann sportlich unterwegs, habe sofort Einspruch erhoben, habe gesagt, hey, das hat nichts mit Handtaschen für Damen zu tun, das ist auch nicht zum Einkaufen, ja, das ist wirklich nur für elektronische Geräte wie Laptops, Tablets. Dann wollten die von mir ein Muster haben, das habe ich denen hingeschickt. Dann hat es 8 Wochen gedauert, bis ich den eben korrigierten Bescheid bekommen habe, dass das jetzt mit 3% verzollt wird. Okay. Super. Ja. Und hast du dir denn auch so eine verbindliche Auskunft nachgefordert? Nee, also das noch verbindlich festlegen lassen oder dich dann einfach darauf berufen oder dann die Waren mit dieser Nummer importiert? Ja, also das ist ja dann korrigiert worden und danach habe ich die nie wieder importiert. Also deswegen kam das für mich nicht mehr in Frage. Aber sonst hätte ich es tatsächlich getan, in der Tat. Ja, genau. Sehr schön. Also ein sehr, sehr komplexes und spannendes Thema. Wir haben jetzt wirklich tatsächlich jetzt hier in der ersten halben Stunde nur die Spitze des Eisberges angekratzt. Ne? Also Zolltarifnummer, auf jeden Fall sehr wichtiges Thema. Auch daran denken, dass man eben die Fristen nicht verstreichen lassen darf, wenn eben falsch eingeschätzt wird vom Zoll. Ganz, ganz wichtig. Ne? Genau, und nochmal den Hinweis, ihr seid komplett selbst dafür verantwortlich. Wenn was falsch läuft, dann fällt das auf euch zurück. Nicht auf Spediteur und auch nicht auf dem Hersteller. Jetzt habe ich mal eine Frage, die interessiert mich jetzt wirklich. Also, wir haben hier viele ausländische Marktbegleiter, hauptsächlich aus dem asiatischen Bereich, die auch gerne nach Europa importieren. Ja, nehmen wir mal an, bei denen würde dann eine Auffälligkeit festgestellt werden, dass die eben falsch verzollen. Setzt sich da jemand aus Deutschland in den Flieger und fliegt rüber nach Shenzhen und kontrolliert da die Bücher oder wie genau wird das bei denen gemacht? Nein, also ein ausländischer Importeur, ein Chinese zum Beispiel, der hat ja mehrere Möglichkeiten, wie er die Ware nach Deutschland bekommen kann. Fangen wir mal vorne an, dann wird es klarer. Entweder er hat hier eine Zweigniederlassung, der galantere Weg, und eine eigene IORI-Nummer und dann kann der Zoll bei seinem Steuerberater zum Beispiel vor Ort oder in seinen Räumlichkeiten, die er angemietet hat, ihn genauso kontrollieren wie jeden anderen deutschen Unternehmer auch. Oder Möglichkeit zwei ist, er lässt sich sogenannt indirekt vertreten durch einen Spediteur. Das heißt, der Spediteur macht das in seinem Namen, aber für Rechnung des Chinesen. Und wenn da Auffälligkeiten sein sollten, dann wird halt der Spediteur kontrolliert. Ne? Weil auf seinen Namen wurde ja auch die Zollanmeldung abgegeben. Wie die das denn beide intern klären, wenn da was falsch gelaufen ist, das weiß ich nicht. Aber Handhabe, die zu kontrollieren, gibt es durchaus. Ja. Okay. Genau. Welcher Spediteur macht sowas denn freiwillig? Weil ich meine. Oh, viele. Ja, wirklich? Weil da da sind ja die Probleme schon vorprogrammiert, wenn du durchaus. Es ist ein riesiges Thema. Ein großes, ein haftungsrechtliches Thema. Ne? Genau. Also für die Spedition durchaus. Hier ist auch das Problem mit dem Zugriff auf die Buchhaltung. Haben wir ja gerade gelernt. Wie soll man denn jetzt auf die Buchhaltung zugreifen? Weil bis nach China, soweit reicht es nicht mit der Spedition und dergleichen. Vorerwerbergeschäfte hieß das damals, das ist ein großes, großes Thema. Okay. Wird auch immer mehr, der Onlinehandel, der wird ja von Jahr zu Jahr auch größer, ist noch nicht abschließend geklärt, wie man da am besten vorgeht. Und komplexer, und die finden auch immer irgendwelche Wege, die Ware dann, ich sag mal, über komische Incoterms dann in die Europäische Union einzuführen. Ich denke nur an DDP. Delivered to Paid, das ist auch ein Riesenthema. Vor allen Dingen letztes Jahr oder vorletztes Jahr kam mir, glaube ich, jeden zweiten Tag dieser Begriff unter. Das ist im Prinzip so, dass die Ware door-to-door geliefert wird und du zahlst nicht die Einfuhrumsatzsteuer und auch nicht die Zölle. Das übernimmt dann eben der Vertreter von der Firma am Ende des Tages, also von dem Versender. Ganz genau, ein Riesenthema, davon rate ich immer ab, weil du nicht mehr nachweisen kannst, delivered, duty paid, also Zoll bezahlt, für den, wer es noch nicht kennt. Ja. Er übernimmt das, dein Lieferant bezahlt das für dich, hat das im Rechnungskreis quasi schon, ne, ist mit enthalten. Das Problem ist, jetzt, ihr wisst ja, der Zoll guckt auf die Buchhaltung, jetzt sieht er im Wareneingang mehrere Buchungen und fragt sich halt, wie die verzollt wurden. So, jetzt musst du das nachweisen können. Du hast aber keinen Steuerbescheid.
Ja, oder du kannst das nicht nachweisen, weil der Spediteur bzw. der Lieferant wird dir ja nicht seinen Steuerbescheid oder die Verzollung nachweisen. Das tut er nicht. Er liefert das ja einfach. Ne? Direkt. Ob er es nun verzollt hat oder sowieso gar nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Du hast keinen Nachweis und das ist ein Problem. Deswegen musst du dich immer selber kümmern. Deswegen immer sowas nehmen wie EXW oder FOB oder gegebenenfalls ZIF, aber nicht kein Deliver Duty Paid. Nee, kann ich auch nicht empfehlen. Das endet oftmals dann oder manchmal dann im Tatbestand der Schmuggelei und dann hast du echt ein Problem. Ne? Weil wenn du es nicht nachweisen kannst, ja. Dann hast du tatsächlich das Problem. Es gibt ja einen direkten und indirekten Vertreter, ja, und der Vertreter, der das dann per DDP einführt, der wird immer sagen, ja, der Auftrag kam von dem Kunden, der es dann letztendlich empfängt. Ja. Und der kann dann die Verzollung nicht nachweisen und dann hast du ein Problem. Ganz genau, ganz genau. Also ich glaube, das ist aber leider immer noch wenigen bewusst. Also man hört es ja hier und da, ne, dass Lieferbedingungen, die D-Input-Terms nicht zu wählen sind, machen aber immer noch viele. Ja, weil Gier frisst Gehirn, weil das ist so unglaublich billig, weil er zieht natürlich dann auch nochmal seinen Profit daraus aus der ganzen Geschichte. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass er das kostenlos anbietet, der Hersteller in Asien, sondern der hat da auch nochmal eine ordentliche Marge bei der ganzen Geschichte. Ach, so, ne? Genau, aber wenn mir das jetzt nicht bewusst ist, jetzt hört jemand hier das Interview und denkt, oh verdammt, ich habe jetzt alles per DDP importiert. Was macht der denn jetzt? Er kann wahrscheinlich erstmal nachts nicht gut schlafen. Ja, genau. Jetzt, man könnte nur versuchen, vom Lieferanten die Verzollungen zu erfragen, ob er das verzollt hat. Aber da muss man ganz ehrlich sein, die meisten Waren werden gar nicht verzollt sein. Ne? Also die kommen oft so rein, ohne dass er sich gekümmert hat. Und wenn das der Fall ist und man das nicht nachvollziehen kann, dann einfach nachverzollen. Also, ne, das ist immer noch besser, als wenn der Zoll später im Nachgang das sieht, weil das Bußgeld und was da alles an zusätzlichen Kosten kommt, ist immens viel höher als das, was du an Zöllen eigentlich hättest zahlen müssen. Ja, das glaube ich auch. Dann kannst du auch wieder gut schlafen. Genau, wenn du das auf die Reihe gekriegt hast, ne, weil ansonsten kannst du da echt irgendwann mal Probleme bekommen. Ja. Dann, ja. Sind alle Alarmglocken auf dunkelrot. Ja, genau. Es kann gut gehen, es muss aber nicht gut gehen. Wie ist denn so deine Erfahrung? Tendenziell wird jetzt mehr geprüft oder ist jetzt durch ich sag mal, den massiven Aufbau von FBA-Konzept eben jetzt einfach alles überfordert und es wird tendenziell prozentual weniger geprüft? Also, es ist natürlich immer subjektive Wahrnehmung. Ich weiß noch, wo ich beim Zoll angefangen habe. Da hat man jetzt schon die Entwicklung gemerkt. Der Zoll arbeitet ja mittlerweile mit IDEA. Also es ist eine Auswertesoftware. Der kann sich also über deine EORI-Nummer ganz schnell alle Importe mit gleichgelagerten Waren ziehen und die filtern und dergleichen. Ja. Das war ja, ne, vor ein paar Jahren war das ja noch gar nicht so möglich. Dadurch kann er natürlich auch viel schneller kontrollieren, als wenn er jeden Steuerbescheid jetzt einzeln in die Hand nehmen wird. Deshalb wird auch der Kontrollumfang zunehmen. Zumal es jetzt auch demnächst, oder eigentlich sollte es schon dieses Jahr da sein, Atlas Impost gibt. Das ist sowas wie ein Archiv. Jedes Mal, wenn die Spedition jetzt für dich anmeldet beim Zoll, dann musst du die Unterlagen ab 2021 proaktiv halt vorlegen. Das heißt, der Zoll hat dann die Möglichkeit, schon direkt in die Rechnung zu gucken. So, und da sind wir wieder beim Thema Rechnungsaufbau und dergleichen. Gibt's da Probleme oder kann der Zöllner die Ware nicht anhand der Rechnung bestimmen? Macht er vielleicht einen Container auf? Das verzögert alles deine Importe oder er stoppt sogar mal, weil er Zweifel hat, holt sich ein Zertifikat. Deswegen super wichtig, dass das alles passt. Das waren jetzt zwei sehr, sehr gute Stichpunkte. Der eine Stichpunkt war, wie muss eine Commercial Invoice aufgebaut sein, damit der Zöllner, der es kontrollieren soll oder möchte oder könnte, dann eben es nicht tut. Ja? Wie kann man mit einer Commercial Invoice überzeugen, dass es alles okay? Und genau, die zweite Sache sind die Zertifikate. Aber fangen wir jetzt mal mit der ersten Geschichte an. Also was ist wichtig auf einer Commercial Invoice, dass der Zöllner tatsächlich jetzt da nicht weiter gräbt in der ganzen Geschichte? Genau. Als erstes immer, das Allerwichtigste ist die Nämlichkeit der Ware, heißt das immer so schön im Amtsdeutsch. Das heißt, auch ein Dritter muss anhand dessen, was auf der Commercial Invoice steht, erkennen können, was es für ein Produkt ist. Mhm.
manchmal steht es ja da, so ganz grob, aber ganz oft fehlt zum Beispiel das Material. Das ist ja super wichtig für die Zolltarifnummer. Wallet hatten wir ja gerade, das Beispiel. Ja. Ne? Da fehlt ja noch Made of PU oder was auch immer. Sowas muss halt hinter. Wenn du richtig gut bist, packst du auch noch ein Bild dabei und vielleicht sogar eine Artikelnummer, die man dann auf Amazon oder dergleichen finden kann, damit man sich sein Produkt anguckt. Oh, das gut, beschleunigt okay. alles Rückfragen oder stoppt Rückfragen, ja. weil der Zöllner kann jetzt selber gucken. Ne? Mhm. Das ist wichtig, denn darf natürlich niemals eine Proforma-Invoice sein. auch so ein Klassiker, ne? Weißt du, wenn du ein Kaufgeschäft hast oder dein asiatischer Lieferant dir das schickt und du hast das gekauft, dann hast du das ja nicht zur Ansicht bestellt und schickst es eventuell wieder zurück. Das ist eine Proforma. Sondern es ist eine Handelsrechnung, eine Commercial Invoice. Wenn du da nicht Commercial Invoice draufstehen hast, dann kann der Zoll zum Beispiel den Wert anzweifeln. Mhm. Meinetwegen ist das ein Ansichtsexemplar. Du weißt noch nicht, ob der Wert passt. Ne? Du schaust dir das erstmal an. Da kommt noch eine zweite Teilzahlung oder dergleichen. Das ist zum Beispiel auch super wichtig. Ne? Okay. Genauso wie zum Beispiel eine fortlaufende Rechnungsnummer. Es gibt immer Lieferanten, die nehmen immer die gleiche Rechnungsnummer, wahrscheinlich durch Copy und Paste führen das selbst nicht fortlaufend. Ja, ganz wichtig. Ja, also wenn sie mal das Datum ändern, hast du Glück gehabt. Ne? Also das habe ich schon ganz häufig gesehen. Ja. Oder manchmal schicken sie mir die Commercial Invoice dann auch als Excel und sagen, druck's doch selber aus. Ja, ja. ja. Alright, okay. Kann man sich ja schon mal vorstellen. Oder gib dir selber deine Nummer, genau. Also die Commercial Invoice ist ganz, ganz wichtig. Genau. Wie siehst du das denn? Es gibt ja LCL, ja, also Last Container Load, und FCL, also Full Container Load. Mhm. Bei Full Container Load ist klar, da sind nur deine Waren drin. Ne? Dafür kannst du auch gerade stehen. Da hast du im besten Falle noch alle Zertifikate und das ist auch nicht giftig. Ne? Und bei LCL, da bist du ja mit allen anderen dann irgendwie zusammen in einem Container. Hältst du das für ein potenzielles Risiko oder sagst du, das kann man ruhig machen? Also am Anfang kann man das natürlich machen. Ne? Zur Wahrheit gehört ja auch, dass nicht jeder gleich einen ganzen Container importieren kann. Die meisten fangen ja, das ist gar nicht möglich. Sei denn, du bist ja kapitalstark unterwegs, dann vielleicht doch. Du weißt halt nie, was mit drin ist. Ne? Also das, ich kenne viele Fälle, wo die Ware denn gestoppt wurde, weil irgendwas anders aus dem Container mit überprüft wurde, durch ein Container-Screening oder dergleichen. Das Risiko hast du halt immer. Damit muss man aber leben. Das gehört halt am Anfang so dazu. Später am besten immer sich unabhängig machen. Also den eigenen Container voll und nicht Waren von anderen mit drin haben, weil du weißt halt nie, was der Container noch so geladen hat. Ne? Ja, so eine Überprüfung kostet Geld. Das heißt, wenn jetzt der Container gestoppt wird und die Ware wird dann auseinandergenommen, das dauert vielleicht eine Woche, dann muss ich das ja bezahlen. Ich kriege ja mal irgendwann dann von Zoll oder von dem, der die Ware einlagert, eine Rechnung. Mhm. Mhm. Genau. Ist unschön. Ja, okay. Aber das ist ja nun mal so. Aber wenn ich jetzt LCL habe, ja, und meine Ware wurde gar nicht angezweifelt, sondern die von einem Container, mit dem ich den Container geteilt habe, bin ich denn mitgefangen, muss ich denn auch die Lagerung bezahlen oder wird darüber hinweggesehen? Also solche Fälle sind mir nicht bekannt, wo das mitgezahlt werden muss. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen von Spedition zu Spedition ab, wäre aber auf jeden Fall sehr unfair. Ja, genau. Aber kenne ich jetzt nicht. Okay. Also, aber die Ware hängt definitiv fest mit allen anderen dann. Genau, die hängt, das ist ja immer das Schlimme. Und manchmal dauert es auch einfach ewig, wenn da irgend noch ein Muster oder dergleichen gezogen wird oder es zu irgendeinem Institut eingeschickt werden muss, dann kann der Rücklauf ja auch mal durchaus 4-5 Wochen, so kenne ich das noch, ich erinnere mich an Wein, Weinimporte, da war das ganz, ganz oft so, dass dann halt länger festhängt. Und dann wird es halt verwahrt, entweder bei deinem Spediteur oder halt direkt am Amtsplatz beim Zoll, ne, oder in der Lagerhalle beim Zoll, das ist ja auch möglich. Ja, gerade bei saisonalen Artikeln kann das ja echt das Business kosten. Ne? Wenn ich jetzt mit meinem letzten Geld Weihnachtsbäume importiere und die werden erst Mitte Dezember freigegeben, ganz genau. Dann ist das Business over. Dann kann ich 12 Monate oder 10 Monate warten, bis ich die nächsten Weihnachtsbäume verkaufen kann. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr unschön. Also definitiv. Absolut. Also da, also natürlich den ganzen Container für dich ist das Ideale. Ja, ansonsten, was du schon gesagt hast, viel machen kann man auch nicht. Aber man muss sich der Gefahr bewusst sein, dass eben aufgrund eines Container Inhalts denn auch deine Ware festgehalten werden kann.
Ne? Ja, so ist genau. Das. Festgehalten wird wann? Also natürlich, wenn die Commercial Invoice nicht passt, wenn das nicht eindeutig ist, aber auch wenn jetzt geöffnet wird und oder Produkte, die ihr ganz besonders auf der Liste habt oder wie geht das? Wie funktioniert das? Also das, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Gründe. Manchmal ist das so, dass die EU, das kommt direkt aus Brüssel, von der Kommission, bestimmte Waren schwerpunktmäßig kontrollieren würde. Solarglas kennt jeder, ne? Die Fälle. Ich hatte auch mal, das habe ich letztens irgendwo noch gepostet, dieser Fall mit den Bommeln aus Katzen- und Hundefällen. Gab es auch mal eine Weile, diese Wintermützen, die man so kennt mit dem Bommel, wurde teilweise mal aus Katzen- und Hundefällen dieser Bommel gefertigt. Ja. Denn wenn du so ein Produkt hast, dann muss das gar nicht heißen, dass dein Import oder dass man vermutet, dass da was schlecht ist. Du wirst dann einfach mit kontrolliert, weil da ein Schwerpunkt drauf gesetzt wird. Ganz, ganz viele Gründe. Wenn da schon was aus dem Container raustropft, dann sowieso. Oder wenn dem Zoll halt durch andere Behörden auch Hinweise liegen, dass von dem Lieferanten, ne, dass da was sein könnte, oder dieser Warenkreis, dass da oft ein Umgehungszoll, nennt man das denn auch, meinetwegen, dass die Ware ist so ähnlich und das hat viel weniger Zoll und wird ganz oft dahin gepackt, dass da mal was kontrolliert wird. Das ist alles möglich. Das muss nicht mal an deinem Produkt liegen. Also du bist davor nicht gefeit. Das kann immer sein. Wichtig ist dann, die richtigen Dokumente beisammen zu haben und die richtige Rechnung, damit deine Ware dann auch sehr schnell wieder freigegeben wird oder nicht zu lange festgehalten. Überprüft denn der Zoll auch, ob CE-Auslobung auf den Produkten drauf gedruckt wurde? Das macht er. Okay. Das ist ja auch wichtig. Ja. Zur Wahrheit gehört aber, das muss man ja so sagen, dass der Zoll immer nur einen Bruchteil der Sendung kontrollieren kann. Ne? Beim Import, das meiste sieht er ja am PC, im Atlas-System. Wenn er kontrollieren würde, würden sich die LKWs und die Containerschiffe wahrscheinlich bis nach Asien zurückschauen. Das funktioniert einfach nicht, es gibt zu viel. Unternehmen sind da immer mehr selbst in der Pflicht. Und der Zoll ist auch der verlängerte Arm sämtlicher Behörden. Ne? Also er hat viele Aufträge vom Gewerbeaufsichtsamt, der Bundesnetzagentur, hier und da mal drauf zu gucken. Und das macht er dann auch. Aber immer mit Maß, ne? Wie gesagt, sonst funktioniert das alles. Dafür kommt zu viel. Also generell jetzt nach deinem Empfinden, sind denn die Zöllner und die das kontrollieren mehr so die Terrier oder wollen die denn mit dem Importeur eher zusammenarbeiten und Lösungen finden? Es kommt immer darauf an, wen du fragst. Es gibt solche und solche, wie überall. Also es gibt solche, die wollen unbedingt was finden und es gibt solche, die sind absolut unternehmerfreundlich, suchen dir sogar die Zolltarifnummer aus und weisen dich links und rechts auch noch auf was hin, wie du Zölle sparen kannst. Also die kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Es kommt halt einfach wirklich drauf an. Okay, da gibt es keine Anweisung beim Zoll wohlwollend jetzt für den Importeur oder so. Das ist reine Ermessungssache dann. Nee, letztlich ist ja die Aufgabe vom Zoll immer, Wettbewerbsgleichheit zu schaffen und jeden halt leicht zu behandeln. Und das muss halt Usus sein, ne? Zölle sind ja immer da, um den europäischen Markt vor Billigimporten zu schützen. Umso höher der Zoll, umso mehr Konkurrenz gibt es. Meistens Solarglas, ein super Beispiel gewesen. Genau, und es geht immer nur um Gleichheit. Ja. Deswegen sollen alle auch gleich behandelt werden. Ja, auch Elektrofahrräder zum Beispiel. Ne? Ich glaube, da liegt ein Anti-Dumping von 70% drauf. Ja, bin genau, ich Fahrräder. Ja, Fahrräder ist ganz gut. Ja, bin ich ja fast genau umgefahren. Ja, das ist so. Genau, und das Wissen, das merken vielleicht einige Importeure erst dann, wenn es dann hier in Hamburg dann mit 70% verzollt wird, dann fällt ihnen auch, ups, das war jetzt nicht das beste Business, was ich gemacht habe aus China. Ne? Also da muss man halt vorher informiert sein. Dafür im Elektrobereich zum Beispiel oft sehr wenig Zoll. Weil, warum? Es gibt zu wenige europäische Produzenten für Elektro. Ja. Ne? Deshalb sind die Hürden, ich glaube, auch so ein PC müsste immer noch bei 0% Zoll liegen, halt sehr gering, weil man braucht das ja. Ne? Also die Ware muss importiert werden dürfen. Man will da keine Hürde durch zusätzliche Zölle schaffen. Genau. Andere Bereiche wie Textil und dergleichen, da ist der Zoll recht hoch. Genau. Das ist allgemein bekannt. Genau. Ja. Das ist so. Ich habe mich auch bei meinem ersten Import gewundert. Ich habe Elektro importiert. Klassiker bei meinem ersten Import. Ne? Ich habe dann gleich den schweren Weg gegangen. Warum denn auch den einfachen? Okay. Und da hatte ich dann 3,7. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja ein Schnäppchen. Das ist okay. Da kann ich mit leben. Ne? Also da passt die Kalkulation dann auch noch. Genau. Alright. Also das sind jetzt schon mal super viele Informationen. Erstmal danke dafür. Also wenn euch das bis jetzt gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben. Ja, dann
dann wissen wir, dass ihr mehr von solchen Themen braucht, ja, und vor allen Dingen, dass da tatsächlich noch ein bisschen Informationen rübergewachsen sind, die ihr vielleicht noch nicht so wusstet. Ich habe mich jetzt in einem meiner letzten Videos mit Dropshipping beschäftigt. Ja, das ist ein Randthema. Ich weiß gar nicht, wie fit du da bist. Aber alle Dropshipper sind jetzt in heller Panik, weil ich glaube, die zollfreie Grenze, die fällt ab Juni 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, jedes Produkt ab 1 Cent muss hier durch den Zoll gehen und wird verzollt. Ne? Genau. Ja, die Freigrenze, du meinst wahrscheinlich die Freigrenze für Einfuhrumsatzsteuer. Es war ja bisher immer so, dass Waren unter einem Warenwert von 22 Euro kein Zoll und keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen mussten. Ja. Das hat natürlich Tür und Tor geöffnet. Ich erinnere mich noch, ich habe ja auch mal in der Postabfertigung gearbeitet, an 1000 Gift-Geschenke, ne, Gift, alles Geschenke. Ja. Genau, und das ist ja das Dropshipping-Business, ne? Da fallen ja ganz, 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 ganz viele Produkte unter. Mhm. Und das soll jetzt in künftig, weil das auch wettbewerbsverzerrend ist und sich viele europäische Unternehmer darüber aufgeregt haben, zu Recht muss man sagen, weil es ist Wettbewerbsverzerrung, genau, dass das jetzt vorbei ist. Und deshalb ist diese Freigrenze weg, ne? Also jetzt müssen auch Kleinsendungen halt, werden mit Einfuhrumsatzsteuer belastet. Zoll ist weiter bei 150 Euro, aber Einfuhrumsatzsteuer muss gezahlt werden. Es muss also eine Zollanmeldung kommen. Und das gibt Riesenprobleme, denn es ist ja eine Form von Streckengeschäft letztlich. Die Ware wird importiert. Es kommt direkt aus China oder wo auch immer her. Es ist ja nicht immer China. Zum Kunden. Und da muss ja zum Beispiel dann auch eine Rechnung angemeldet werden. Ne? Mhm. Genau, welche Rechnung hinterlegt man denn jetzt? Ne? Nimmt man die, ist das maßgebende Kaufgeschäft hier das zwischen dem Online-Shop-Besitzer und dem Lieferanten? Wenn man das tut, dann sieht dann aber auch der Kunde im Zweifel, zu was halt der Lieferant, der Online-Shop-Besitzer das halt eingekauft hat. Also ein riesen Thema noch. Da wird es auch, denke ich mal, in Zukunft noch einiges zu geben. Ja, also das wird wahrscheinlich sehr schwierig sein und bürokratisch wahrscheinlich auch ein Kraftakt werden. Absolut. Ne? Ja. Absolut. Genau. Also viele behaupten schon, dass das Ende vom Dropshipping. Ja, man weiß es halt nicht. Ne? Man schaut mal, wie sie es tatsächlich umsetzen und wie es am Ende des Tages funktioniert. Genau. Ich bin da auch gespannt. Gut, ja, also ich habe jetzt tatsächlich alle Fragen soweit durch. Ich habe dich jetzt echt gelöchert, glaube ich. Danke nochmal für deine Zeit und für deine Geduld am Ende des Tages. Hast du noch irgendwas, was wichtig wäre für die Zuschauer, was die auf keinen Fall vernachlässigen sollten? Ja, das wichtigste Thema sind immer noch die Zolltarifnummern, weil von denen hängt alles ab. Die meisten Unternehmen tun sich mit der Zolltarifnummer schwer, das ist klar, ne? Es ist aber super wichtig. Also habt da einen Fokus auf die Zolltarifnummer. Verlasst euch bitte, bitte nicht auf den Lieferanten und übergibt das auch nicht der Spedition, weil die Spedition haftet im Zweifel für euch nicht. Spedition ist ein Massengeschäft, die ist für den Transport zuständig. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ihr müsst euch damit selber beschäftigen. Wenn man es richtig macht, kann man auch ordentlich Zölle einsparen. Ich hatte vorhin das Beispiel mit den Navis. Wenn man das zum Beispiel in gewisser Weise zerlegt, importiert, kann man sich ordentlich viele Zölle sparen, muss nicht die 14%, alles möglich. Genau, deswegen, Zolltarif ist ein Rohdiamant, den viele Unternehmen nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Da gibt es noch Wettbewerbsvorteile, die wenigsten tatsächlich so bis jetzt für sich erkannt haben. Okay, wenn ich jetzt eine Beratung brauche, dann komme ich zu dir, dann melde ich mich bei dir und sage, hey. Genau. Franzine, ich brauche eine Beratung. Und wie ist denn der Prozess bei dir? Also wie ist das Onboarding und wie ist der gesamte Ablauf? Ja, genau. Also das Erste, was wir dann immer machen, ist erstmal uns zusammenzusetzen, einen Termin zu machen für ein unverbindliches Erstgespräch. Da schauen wir erstmal drauf, was es überhaupt für Probleme gibt und welche Risiken du da hast. Und dann schauen wir anhand deiner Risiken, ob eine Zusammenarbeit überhaupt Sinn macht. Und dann gehen wir das durch. Dann begleite ich dich meistens über mehrere Wochen. Wir haben das angesprochen, der komplette Bestellungsprozess, ne, von Asien bis in die Finanzbuchhaltung. Wir gucken, dass das alles sauber ist. Und ich helfe dir bei den Zolltarifnummern, helfe dir Zölle einzusparen, legal versteht sich.
Genau, und je nach Umfang ist das dann ganz individuell, wie lange das so dauert. Und ja, auch danach kann ich natürlich weiter betreuen, steht euch zur Seite. Okay, also dein Plan oder das Geschäftskonzept ist, dass du eine Zeit lang das Unternehmen begleitest, ja, bis dann eben ja, das gesamte Wissen transferiert wurde und dann ja, können Sie es im Prinzip alleine, also ein richtiges Coaching, wie man sich das vorstellt. Keine Permanentbetreuung, will ich mal so ganz sagen. Genau. Ja. Wir machen das zusammen, so damit du nachher die Sicherheit hast, dass es keine Probleme mehr mit dem Zoll geben kann. Und wenn der Zylinder kommt, dann bleibt er nicht wie üblich 1 bis 2 Wochen, sondern 1 bis 2 Tage, weil er wird bei dir sowieso nichts finden. Genau. Das ist immer das Ziel. Würde ich richtig lieb haben dabei, ja. Und sagen, ah, du warst bestimmt bei der Frau Damholz im Training. Ja, so wir etwa, kennen die Handschrift, alles klar. Gut, prima. Für den Zöllner ist das auch gut, weil der ist auch dankbar. Es ist nicht so, dass er unbedingt was finden will. Es gibt genug Unternehmen, die können das eben noch nicht. Also er ist froh, wenn einige das gut instrumentalisiert haben, also das auf der Schippe haben, ne, wie das alles so läuft. Ja, glaub ich auch, weil ich glaube, wenn man so eine Prüfung macht, dann kann das auch sehr unangenehm werden, auch sehr emotional, ne, wenn man dann plötzlich merkt, so als Importeur, man ist jetzt hier erwischt worden und man muss 6-stellig nachbezahlen und das Geschäft ist damit zu Ende, ja, und dann wahrscheinlich auch dann irgendwie sein finanzieller Wohlstand dann. Ja. Dann kann das sehr emotional sein. Ja, das ist absolut so. Stell dir vor, du hast der Zoll, es wurde gegen dich eingeleitet, wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt ein Jahr. Das muss man auch erstmal psychisch aushalten. Ja. Ne? Weil so lange dauert es oft und du weißt nicht, es ist alles in der Schwebe. Das ist eine enorme Belastung, die in einigen Unternehmen da ausgesetzt sind. Das darf man nicht unterschätzen. Absolut. Genau. Alright, gut, prima. Ja, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit. War großartig, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich habe auch ein bisschen was gelernt. Und wer eine Zollberatung braucht, ein Zollcoaching braucht, unten drunter verlinke ich dann nochmal die Webseite. Die heißt, glaube ich, zollcoaching.de, wenn ich mich nicht irre. Zollcoaching.de, genau. Ich lege euch auch noch gerne ein Freebie rein. Da gehe ich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, wie der Zoll prüft, ne, und wie man auch Zölle sparen kann. Ich habe da so ein Beispiel mitgebracht. Genau, schaut euch das gerne an. Und wenn ihr dann möchtet, dass wir direkt sprechen, dann setzt ihr einfach den Haken bei Rückruf erwünscht und dann nehme ich mir mal 30 Minuten und schauen wir mal drauf. Wahrscheinlich die bestangelegten 30 Minuten für einige dieses Jahr. Alright, okay, vielen Dank, macht's gut, bis dann, tschüss. Ja, tschüss.